Na, Versuch macht klug, sonst müssen wir doch was Teureres bauen. Ich versuche ja gerade hier Kosten zu minimieren. Ich bin ja voll der Manager. Der Kostenmanager. Ich hoffe mal, das Ding dreht sich jetzt nicht. Sieht ziemlich gefährlich aus, die Konstruktion. Aber bleibt stabil. Jebediah beherrscht sein Handwerk momentan jedenfalls sehr gut. Mal gucken, wie hoch wir kommen mit diesem Trust Limiter. Also ich hoffe mal über 5000. So, 5, 6. Ja, wir kommen auf 18.000 auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir nur warten, dass wir über die 18.000 kommen. Ah, scheiße, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Ah, Mist. Fast. Dreck. Fast hätten wir es geschafft. Den Fallschirmtest kriegen wir auf jeden Fall hin, bloß. Ah, der Schub reicht nicht ganz. Vielleicht doch noch ein bisschen runtergehen. So, machen wir mal 75. Das kann manchmal schon ausschlaggebend sein. Ich guck mal, wie weit wir mit 75 kommen. Ob das hilft. Wenn das nicht hilft, müssen wir es doch anders konstruieren. Was er eigentlich nicht möchte. Da wir dann wahrscheinlich teurer kommen. Man muss halt ausprobieren, ne? Achso, ich sollte vielleicht SAS aktivieren. Damit wir hier nicht ganz vom Kurs abkommen. Sonst drehen wir uns dann wie ein Brummkreisel vielleicht noch. Das muss man auch vermeiden. Der Mond schön zu sehen. Oh, sieht gut aus. Fast wie so ein Todesstern irgendwie gerade. Erinnert mich daran. 7000, 8000, 9000, 10. Bam, alle. Wie hoch? Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Nein. Dreck. Okay, das heißt, für uns. Andere Konstruktion, neues Glück. Das mal weg. Ja, das hat man davon, ne? Billig, billig und dann geht's nicht. Nehme ich das kleine oder nehme ich das große? Ich nehme mal das große. Oder? Ich nehme das kleine. Dann brauchen wir noch ein Structural Teil. Dann das hier. Ja, und dann wieder den Solid Fuel Booster natürlich. Ich minimiere das mal gerade noch ein bisschen. Ich hoffe mal, ich kann die Engine retten, damit wir das Geld dann für diese Engine wenigstens wieder zurückbekommen. Da sind wir nämlich bei 800, die wir nochmal wiederbekommen. Dann sind wir unterm Limit. Ach, das funktioniert aber auch nie so, wie man sich das vorgestellt hat. Wir waren ziemlich knapp dran, wie ihr gesehen habt. Bloß leider hat es nicht so geklappt. Vielleicht klappt es jetzt. Mal gucken, ob die Konstruktion so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kann natürlich auch sein, alles Quatsch. Wie hoch müssen wir bei denen sein? 8000 bis 11000. Das ist okay. Wenn wir über 18 kommen, dann sind wir auch bei 18 Hälfte. 350 bei 600. Gut, die Geschwindigkeit ist halt immer schwierig. Ich hoffe mal, wir kommen bis zu 5000 jetzt damit. Weil ich nicht weiß, wie gut. Also, wie viel Auftrieb kriegen wir mit dieser Engine? Wahrscheinlich nicht genug. Dann müssen wir doch eine stärkere nehmen. Schade.
Es wird nichts mit dem Kostensparen, Leute. Es tut mir leid. Es wird nicht wirklich was mit dem Kostensparen. Das Einzige, was wir jetzt noch versuchen können, um Kosten zu sparen, ist eigentlich Folgendes. Ups. So, den hier. Den hier. Und den hier. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt noch spontan, was mir einfällt, was man tun könnte, um Kosten zu sparen. Wir sind bei 3000. Ansonsten müssen wir wirklich viel Geld ausgeben. Und hoffen, dass wir Teile zurückbekommen. Dass wir nicht über 5000 ausgeben am Ende. Noch ein bisschen plus machen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Oh Mann. Es hätte so einfach sein können. Vielleicht brauche ich auch einfach einen größeren Booster. Hier, schön, Crew Report noch abfassen. Da muss ich nachher dran denken. Das vergesse ich bestimmt wieder. Gucken, wie hoch wir damit kommen. Aber da auch nur genauso hoch wie mit 2 kommen oder ob man dann sogar über 10.000 drüber kommt. Ich hoffe ja immer noch, dass wir über die 10.000 drüber kommen. Ah, das sieht besser aus. Gucken. Ah, das hat schon viel Schönes. Es könnte klappen. Ah, ich habe es nicht genau bei dem Speed gezündet. So ein Mist. Ach, Dreck, aber auch. Also, wir schaffen es mit dieser Konstruktion. Haha, Wissenschaft. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Wir schaffen es mit dieser Konstruktion. Wir müssen nur darauf achten, dass wir die Maßstäbe erfüllen. Achso, wieso gebe ich eigentlich Schub? Na, egal. So, ich muss das mal eingeblendet lassen. Wir müssen zwischen 100 Meter pro Sekunde und 500 Meter pro Sekunde sein. Gut, ich denke mal, das kriegen wir hin. Also die Konstruktion ist dann doch schon besser in mehreren Stufen. Also man kommt höher mit mehreren Stufen als mit 2 Triebwerken auf einmal. Man hat halt nur diesen höheren Antrieb oder diesen höheren Druck. Dann kann er schwerere Sachen hochjagen. Aber das muss man alles nochmal so ein bisschen variieren, mal ausprobieren, dass man auch wirklich die Möglichkeit hat, den Abschluss zu machen. Wir sind noch nicht in der Höhe, die wir wollen, aber gleich. 16, 17, 18, 19. Jetzt. Jawohl, das hat geklappt. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir das mit dem Parachute schaffen. Aber ich denke mal, das kriegt man hin. Also, den einen Test haben wir auf jeden Fall schon mal bestanden. Wir haben nur das Pech, dass unsere Teile gerade Richtung Kerbal Space Center wieder gehen. Ich hätte ein bisschen wegzielen sollen, aber man weiß halt nicht, ob man die Höhe erreicht manchmal. Ah, hier 30.000, also es reicht vollkommen aus. Crew Report. Okay. Wieso in der Höhe eigentlich keine Science Points für den Crew Report? Ich bin da so hoch. Vorhin habe ich bei dem Start ja auch einen Crew Report bekommen. Ist schon mal strange. Naja. Kann man gucken. EVA kann ich ja nicht machen. Ich kann mir aber den View von innen könnten wir uns gönnen.
Aber das ist nicht allzu viel. Das, ja, sieht dann so aus, ne? Jebediah sieht den Himmel, aber er sieht nicht, wo er landet, wo er hinfliegt. So, 11.000 und Dingens. Wir kommen bestimmt über die 600 Meter pro Sekunde. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir auf der Höhe sind. Das ist dann natürlich Mist. Jetzt haben wir kein Triebwerk, was man zünden kann zum Bremsen. Weil eigentlich müssten wir bremsen, wenn wir die Geschwindigkeit überschreiten. Die wir wahrscheinlich auch überschreiten werden, aber so schwer sind wir ja zum Glück nicht. Komm schon. Das könnte knapp werden. Sehr, sehr knapp könnte das werden. Okay, wir bauen Geschwindigkeit ab. Wir bauen Geschwindigkeit ab. Nicht zu schnell abbauen. Jetzt. Jawohl. Ha! Parachut gezündet. Perfekt. Oh, ich hoffe, wir knallen nicht aufs Space Center. Das könnte Verluste geben, meine lieben Freunde. Gerade mal gucken. Nee, das scheint so, als landet man tatsächlich noch daneben. Ich hoffe es jedenfalls. Schwein gehabt. Aber es könnte sein, dass Teile draufgefallen sind. Mal gucken, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Ob alles noch steht. Ich hoffe mal, ist alles noch da und nichts verbrannt. Das werden wir spätestens dann sehen, wenn wir jetzt hier unten landen. Und ich hoffe auch mal, dass Jebediah lebend zurückkommt. Ah, hier, den Crew Report, der hat mir noch gefehlt, auf der Höhe. Gut, dass wir den mitgenommen haben. Oh, Fallschirm, bitte zünde, jetzt! Ja, Gott sei Dank. Oh, ich hoffe mal, das Triebwerk hält das aus. 10 Meter pro Sekunde. Wieso sind wir so schnell? Oder fällt auch noch irgendwas? Autsch! Eieiei! Gut, dass wir hier das ganze Gelände verfehlt haben. Das wird natürlich immer schwieriger, das zu verfehlen, je größer die Teile werden. Da hinten sieht es aus nach Kratern, aber ich glaube, das ist trotzdem noch alles ganz da. Jetzt ein bisschen RCS zum Abbremsen, das wäre toll. Aber das ist alles Geld, das kostet alles. Am Anfang hat man natürlich noch nicht so viel, man will ja auch vermeiden. Oh, nicht explodieren! Schade, das Triebwerk hat es erwischt. Ich hatte gehofft, wir können das retten. Naja. Wir machen nochmal ein EVA. Zack. EVA Report, sammeln da nochmal ein. Store Experiments, Crap. Gerade mal gucken. EVA Report, der bringt uns nichts mehr. Und dann an Bord gehen. Haben wir wenigstens noch ein paar Science Points bekommen? Alles kaputt gegangen, so Mist. Dreck. Scheiße. Na, mal gucken. Oh, 40.000, also haben wir doch Gewinn gemacht. Ein bisschen was konnten wir zurückholen. Ein paar Science Points haben wir, 19 Science Points. Command Pod, der Parachute und das Monopropellant, das haben wir gerettet, ja. Reputation 190. Wir kommen ins Plus, ihr seht schon, wir sind im grünen Bereich. Weil wir unsere Missionen halt erfüllen. Mount Parachute in Flight over Kerbin.5.600 bis 11.000. 160 bis 460 müsste machbar sein. Hier, yeah, Rocket Booster landet. Das ist schon mal gut. Separatron in Flight over Kerbin, das können wir dann mit dem zusammen machen. In Flight Orbiting. Oh, Orbiting ist natürlich schon etwas heavier. Ja, dann nehmen wir noch den Parachute. Dann haben wir wieder zwei. 40.000 sind wir jetzt. Nada. 40.000 ist schon mal ganz gut. So, das Ding weg. Den brauchen wir nicht mehr. Was brauchen wir denn jetzt? Den Parachute, ja, das mache ich später. Rocomax Solid Fuel Booster. BACC. BACC, wo ist der denn? Das ist der hier. Ah, okay. Das könnte.
das könnte schwierig werden. Aber vielleicht kann man den Parachute dann gleichzeitig mit testen. Zack. Dann nehmen wir den Parachute hier weg. Und das müsste ja dann der hier sein. Da brauchen wir vielleicht nur einen. Da sparen wir. Da sparen wir! Leute, wir sparen. Wir sind so sparsam. Da werden wir relativ hoch kommen, schätze ich jetzt mal. Ganz stark. Ich minimiere mal den Trust auf 75. Da sollten wir eigentlich schon die Geschwindigkeit erreichen. Ja, testen wir das einfach mal aus. Wir hätten jetzt natürlich auch sagen können, ah ja, wir machen es wieder wie vorhin, dann sparen wir natürlich ein, wir holen alle Teile zurück. Machen den Parachute dann später, aber wenn wir natürlich einmal dabei sind, kann man natürlich auch gleich das Geld für den Parachute, also für den Fallschirm hier abgreifen. Finde ich. Können mich natürlich auch gerne korrigieren und sagen, ah, das war so dumm. Bist du ein Arsch. Das Schlechte an den Solid Fuel Boostern ist, dass man die nicht lenken kann. Also die gehen einfach in die Richtung, in die sie wollen. Das heißt, ich muss ein bisschen manuell nachkorrigieren. So, der eine ist schon okay. Und den Fallschirm, das machen wir noch. Uiuiuiui. Komm schon, flieg ein bisschen gerader. Wir kommen auf jeden Fall über die 5000, das wissen wir ja, weil der kleine Fuel Booster geht schon auf 5000. Und der hier müsste ja doppelt so hoch sein. Also das heißt, müsste wie zwei Solid Fuel Boosters von den kleinen sein, dass man da ungefähr auf dieselbe Höhe kommt. Da waren wir ja so auf 18.000 oder so, glaube ich. So, jetzt kannst du mal langsam aufhören. Wir haben nämlich unsere Fallschirmhöhe erreicht. Komm schon, hör auf! Hör auf! Bitte! Nicht höher! Ah, sehr gut. Ich koppel mal ab. Einfach, weil wir dann leichter sind. Tschüss, Solid Fuel Booster. Hast gute Dienste uns erwiesen. Oh, ich habe den Fallschirm schon jetzt gezündet, oder? Habe ich den schon geöffnet? Ja, das sollte eigentlich noch nicht so sein. Oh mein Gott. Was habe ich denn eingestellt? Gerade mal gucken. Ich hab nicht auf die Stufen aufgepasst, mal wieder. Das passiert mir öfter übrigens, falls der ein oder andere sich da fragt. Ja, ich muss nämlich erstmal die Kappeln und dann den Fallschirm auslösen auf der richtigen Höhe. Wenn ich das nämlich nicht mache, kann natürlich der Test auch nicht funktionieren. So. Die ganze Maschine zieht so ein bisschen nach links, weil der Fallschirm dort ist. Ich hätte ihn vielleicht in der Mitte oben setzen sollen, aber letztlich ist es auch Wurst. Solange ich gegensteuern kann, geht das immer noch. Wenn man dann die Kontrolle natürlich wegen so einem kleinen Dings verliert, was nicht mehr aerodynamisch ist, dann ist Kacke. Dann ist aber Pullen offen hier. Da rennt ihr mir dann die Türen ein und sagt, so geht's aber nicht. So, ich werde mal ein bisschen vom KSP Launchpad wegzielen. Das heißt, so ein bisschen nach dort gehen, in die Richtung. Okay. Und wieder abkoppeln. Das sieht zwar immer so aus, als würde es sofort nach unten fallen, aber es macht genauso eine Parabelkurve, wie wir jetzt machen. So, wenn wir dann auf 0 sind, sind wir genau am Scheitelpunkt angelangt. Da, wo wir hinwollen, der Scheitelpunkt. Ich zieh dir gleich einen Scheitelpunkt. Kennt ihr vielleicht, wenn das jemand zu euch sagt, ja? Jetzt wisst ihr auch genau, was damit gemeint ist. Ah, ich bin so doof manchmal. Oh, wie hoch denn noch?
Ja, wie gesagt, so ein Solid Fuel Booster, so ein großer ist halt wie zwei kleine, ne? Dann kommen wir auch ungefähr auf diese 40.000 Meter. Crew Report? Na, nix, nix Spannendes, alles schon gesehen hier. Schade eigentlich. Hatte gehofft, vielleicht noch ein paar Science Points zu bekommen. Ja, und jetzt müsste es ja gleich wieder nach unten gehen. Going down with the sickness. Okay. 100, 177, 76. Und jetzt sind wir, glaube ich, da. Jetzt von nun an geht es nur noch bergab. Seht ihr? Jetzt geht's bergab. Landen natürlich direkt im Meer. Vielleicht nützt mir das auch noch, dort einen Crew Report zu machen im Meer. Dann später können wir ja, wenn wir das, den Astronauts-Komplex entsprechend abgegradet haben, können wir ja sogar dann Surface-Samples nehmen. Da müssen wir natürlich nochmal überall versuchen, so ein bisschen auf die Biome von Kerbin zu fliegen, die Surface-Samples noch einzusammeln. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir unsere Geschwindigkeit einhalten und dass wir auf die Höhe kommen, auf die wir kommen sollen. Ab einer gewissen Höhe bremst ja die Atmosphäre uns sowieso wieder ab. Das wird jetzt gleich auch wieder passieren bei so 32.000 Metern. Ah, Entschuldigung, heute ist echt. Hals! Ich hab so einen Hals! Aber wie? So, schön nach unten ausrichten, dass wir nicht verglühen. Jetzt treten wir in die Atmosphäre ein. Wir sind noch nicht so schnell wahrscheinlich, dass wir jetzt anfangen direkt zu glühen. Kann auch bei 20.000 Metern passieren. Kommt immer auf die Geschwindigkeit und auf den Winkel, glaube ich, drauf an. So, jetzt sind wir langsam da, wo wir hinwollen und haben aber noch nicht die Geschwindigkeit erreicht. Das ist schlecht. Aber gleich kommen wir. Gleich sollte es passieren. So, die Höhe haben wir. Geschwindigkeit haben wir auch. Also, Parachut raus! Raus mit dir, Fallschirm. Sehr gut. Hat alles funktioniert? Wir landen auch nicht im Wasser wahrscheinlich. Schade eigentlich. Vielleicht doch mal aussteigen und zum Wasser gehen und gucken, ob ich da noch einen Crew Report machen kann, weil das Wasser zählt ja auch als Biom. Wer es noch nicht wusste, das Wasser ist auch ein Biom. Und da kann man vielleicht auch schon wieder einen neuen Crew Report abstauben. Ja, hier den haben wir schon. Schade eigentlich. Das ist auch ein Biom hier. Und das Kerbal Space Program Center ist an sich auch immer ein Biom. Also das Launchpad ist ein Biom. Dieser Start, ja, sagen wir mal Schotterweg momentan, das ist auch ein Biom. Das sind alles einzelne Biome, die man besuchen kann. Der Strand ist, glaube ich, auch, kann man auch ein einzelnes Surface-Sample nehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist wie beim Wüstenbiom. Und wir landen. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. In diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat einen Knall, rotes Gummiboot. So. 5,3 Meter pro Sekunde sollte die Kapsel eigentlich abkönnen. Juhu! Mal gucken. Crew Report. Sehr gut, da haben wir den hier. Machen wir gleich noch ein EVA. Gucken, ob wir da auch noch was bekommen für. Nein, leider nicht. Gut, dann laufe ich mal ganz kurz zum Wasser rüber. Weil, wie gesagt, ich glaube, Wasser ist ein eigenes Biom. Ich weiß, das dauert jetzt ein Stück. Jebediah, deine kleinen Beinchen. Mach es schneller. Junge. Junge. Du bist für mich mein Sonnenlicht. Ich liebe und vermisse dich. Ah, fällt mir gerade auch bei diesem ein. Hab keine Arbeit, ist mir egal. Ich lauf vom Strand, ist mir egal. Ich lauf zurück zum Raumschiff, ist mir egal. Ich will zum Mond, doch ist mir egal. Ich will zur Erde, ist mir egal. Ist mir egal. Oder Antalya egal.
Belleck egal. Ach ja. Es hört sich immer so ein bisschen an, als würde er den Ort meinen. Ist mir übel. Ist mir schlecht. Ist mir egal. Oh Mann, das dauert wirklich länger, als ich dachte. Ich dachte, wir sind näher dran. Kann man gucken. Yay, vom Strand. Jawohl. Scheiße, den muss ich natürlich auch zurückbringen, weil ich kann nicht mehrere EVA-Reports haben. Dann machen wir das Wasser nachher, ja, da kommen wir bestimmt nochmal hin. Aber Hauptsache Strand, weil am Strand landet man nicht so oft. Kann ich, was kann ich sonst noch machen? View Report, nee, ne? Ah, Review Report, super. Naja, das bringt auch nichts. Jebediah könnte ich alleine zurückholen, ne? Da brauche ich nicht zurückzulaufen. Ha, ich bin so gut. So, ein bisschen Science Points, no Experience Points. Aber dafür kann ich ja jetzt auch die Wessel zurückholen. Hehe. Ja, ja, ich hab's verstanden. Recover. So, da haben wir auch nochmal extra. Da haben wir die Parts noch extra. Super. Das hat ja wunderbar geklappt gerade. Das muss immer so sein. Schade, dass ich noch gar keine Flaggen und so aufstellen kann. Das ist ein bisschen... Ein bisschen schade. So, 41.000 haben wir jetzt schon. Sehr gut. Wie viel kostet der Astronauts-Komplex zum Upgrade? Und was passiert? Also 5 Kerbals can only disembark on Kerbin. Und beim Upgrade can perform EVAs. Kerbals on EVA can place flags. Ah ja, aber Dingsbums-Samples, Surface-Samples können wir noch nicht nehmen. Separaton testen. Und TT Radial in Flight. Suborbital. Okay. Und Orbit. Was ist das für ein Ding? Fuel Booster. Okay, einen Booster testen. Ja, was machen wir da am besten? Separaton Flight over Kerbin. So ein Separaton ist ja immer ganz gut. Radial Decoupler. Wir werden mal den Radial Decoupler testen und den Suborbital Trajectory und das vielleicht versuchen zusammen zu erfüllen. Achso, ich will gar nicht da rein. Ich wollte gucken, wie viel man das... Für 32.000 können wir das upgraden. Ja? Das kann man vielleicht dann später machen. Was bringt uns das überhaupt? Ah, wir können 7 Verträge auf einmal haben. Tracking Station Upgrade Require for Flight Planning. Tracking Station... Kostet nochmal wie viel? 140.000, meine Güte! Was? Oh mein Gott. Ist nicht euer Ernst, oder? Na gut, und ob wir das schaffen oder nicht, ich glaube, das sagt uns dann das Licht oder die nächste Folge von Kerbal Space Program. Ich denke mal, wir werden das in der nächsten Folge weiterverfolgen und versuchen hier noch so ein paar Verträge zu erfüllen, wie gesagt. Die wir schon erfüllt haben, können wir ja eh weghauen. Und dann fehlen uns nur die, die wir nicht komplettiert haben. Den Decoupler testen und den Solid Fuel Booster RT-10 testen. RT-10. Ah, das ist der hier. Das heißt, das wird dann unsere erste Stufe werden. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Nicht gleich hier so übermütig werden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. Daumen nach oben nicht vergessen.